Einen schönen Sonntagnachmittag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei unserem interkulturellen Magazin. Sie haben als Kinder, Jugendliche oder Erwachsene Österreich verlassen und in Israel ein neues Leben begonnen. Die Rede ist von jenen Österreicherinnen und Österreichern jüdischen Glaubens, die um 1938 aufgrund des Nationalsozialismus und Jahre später wegen des Antisemitismus emigriert sind. Friedemann Derschmidt hat 4 von ihnen in Israel getroffen. Im Gespräch mit ihnen stellte er fest, dass ihre Beziehung zu Österreich vor allem von jenen persönlichen Erfahrungen geprägt wurde, die sie hier noch in der Zeit vor ihrer Abreise gemacht haben. Die Frage, wofür sie die Fremde und wo die Heimat ist, haben sie daher unterschiedlich beantwortet. Wenn ich in Israel bin, denke ich in Hebräisch. Wenn ich nach Wien komme, denke ich in Deutsch. Ich zähle nicht Echad, Steim, Schalosch, ich zähle 1, 2, 3. Ich denke in Israel in Hebräisch. Sogar wenn ich mit jemandem Deutsch spreche. Jetzt mit ihr denke ich in Deutsch. Denn ich rede jetzt leichter, als ich vor einer halben Stunde gesprochen habe. Bis 1945 sind rund 12.000 jüdische Österreicherinnen und Österreicher nach Palästina, dem späteren Israel, eingewandert. Viele kamen als Kinder oder Jugendliche und haben ihre Eltern im Holocaust verloren. Heute leben etwa 4.000 von ihnen in Israel. Mein Vater hat eine Fabrik in der Favoritenstraße. Ich war da schon, ich habe es schon angeschaut. Ich gehe immer zu der Wohnung von meinen Großeltern, von meinen Tanten, Onkeln. Und ich gehe viel. Ich weiß, dass jede Straße, sagen wir das, Alserstraße, ich sage zum Beispiel Alserstraße, ich erinnere mich an das Wort Alserstraße oder Heidestraße oder der zweite Bezirk oder polnische Stempel oder Städtentempel. Bei mir ist alles noch lebendig. Ich bin in Favoriten geboren, meine Eltern sind in Favoriten geboren und meine Großeltern zum Teil auch und meine Großmutter mütterlicherseits kam aus Großmesritsch. Es hat Antisemitismus zum Alltag gehört. Aber deswegen hat er mir nicht wehgetan, denn den Fußball habe ich besessen. Und wenn wir auf die Wiese gegangen sind, ich habe auf der Favoritenstraße 147 gewohnt, hinten war der Lahrberg. Und wenn ich also dort runtergegangen bin, dann habe ich den Fußball gehabt und die anderen wollten mit dem Fußball spielen, da haben sie mich mit in Kauf nehmen müssen. Also, das war absolut auszuhalten, ja. Wenn ich vorbeigegangen bin, dass man Sarale geschrien hat und all diese Sachen, es hat mich nicht getroffen. Es war so, wie wenn man hinkt und wenn man hinkt, dann hinkt man eben. Ja? Man ist sich dessen nicht bewusst. Hier war ich vom Anfang an, habe ich mich zu Hause gefühlt. Trotz des fehlenden Burgtheaters oder der Opernbesuche. Aber ich habe mich hier zu Hause gefühlt, also immer. Im Juli 2007 besuchte die Präsidentin des österreichischen Nationalrats, Barbara Prammer, mit einer hochrangigen Delegation Israel. Dort sprach sie auf einer Veranstaltung des Zentralrats der österreichischen Juden in Israel vor ca. 300 ehemaligen Österreicherinnen und Österreichern in Tel Aviv. Das offizielle Österreich hat sich als Opfer dargestellt, was es so nicht war. Und hat Verantwortung von sich geschoben. Ich bin Jahrgang 1954 und ich kann mich noch sehr gut an meine Schulzeit in Österreich erinnern. Über die Zeit des Nationalsozialismus haben wir wahrlich nichts erfahren. Heute sind wir erfreulicherweise in einer ganz anderen Situation. Aber lassen Sie mich an dieser Stelle auch eines sagen. Die 30 Jahre, die zwischen dem Beginn in Deutschland und dem Beginn in Österreich liegen, in der Aufarbeitung der eigenen Geschichte, die können wir nicht mehr aufholen. Das ist bedauerlich, zutiefst bedauerlich. Und das macht sich auch bemerkbar, natürlich in all den Restitutionsmaßnahmen und Entschädigungsmaßnahmen. Die meisten Clubmitglieder sind Pensionisten
welche als Kinder oder Jugendliche aus Österreich flüchten mussten, fühlen sich aber trotz allem, was ihnen in der alten Heimat angetan wurde, ihrer ursprünglichen österreichischen Kultur und der deutschen Sprache verbunden. Die Sprache ist natürlich ein integraler Teil einer Identität. Ich habe meine Jugend in Österreich verbracht, bis mein Vater gestorben ist. Da war ich 17 Jahre alt, nachdem in der Trauerwoche meine Mutter zum ersten Mal persönliche Erlebnisse, die sie in Auschwitz erlitten haben, hat sie uns erzählt, mir und meiner 6 Jahre jüngeren Schwester. Und schon mit 17 Jahren habe ich mich entschlossen, dass eigentlich Österreich nicht meine Heimat sein kann. Also meine Heimat würde ich sicher als Israel definieren, Österreich vielleicht als zweite Heimat bestenfalls. Aber die Erinnerungen sind vor allem die Jugend, die Wälder, das Grüne, die Musik, das gute Essen. Soweit bezüglich meiner Beziehung zu Österreich. Von 1948 bis 1958 emigrierten 3.750 jüdische Holocaust-Überlebende aus Österreich in den neu gegründeten Staat Israel. Bis heute bietet die Möglichkeit, nach Israel einzureisen, Juden und Jüdinnen Schutz vor Antisemitismus. אני ענת ורון מירושלים, דוקטורנטית באוניברסיטה העברית. תחום ההתמחות שלי זה היסטוריה אוסטרית, ולדוקטורט שלי מה שאני רוצה לעשות זה להתייחס יותר לתקופה שאחרי נפילת המונרכיה, ויכול להיות שגם אני ארצה לכתוב משהו על השואה באוסטריה, על הגורל של ה-65,000 יהודים שלא הצליחו לצאת מאוסטריה. ואיך הגעת להתעניינות שלך לתחומים האלה? סבתא שלי, היא בעצמה ילידת וינה. היא הייתה כבר דור שלישי. וכל הילדות שלי אני בעצם העברתי בשיחות סלון עם סבתא שלי, שהיא הייתה מספרת לי על אוסטריה ועל וינה ועל הפרטר, שהיא הייתה גרה ממש ממול, ועל כמה הכל היה טוב ונפלא. מה שהעסיק אותי ביותר זה שהסיפור שסבתא שלי תמיד סיפרה לי, הוא היה סיפור נורא טוב. ואני אף פעם לא הצלחתי להבין אם היה כל כך טוב, איך זה שבעצם היה כל כך רע. והמעניין היה שבשאלה הזאת היא לא הייתה מוכנה לנגוע. וזה משהו שלי תמיד משך אותי ותמיד הפריע לי ותמיד עניין אותי, כי הרגשתי שיש חלק שלא מספרים לי אותו. וכל העיסוק האקדמי שלי, אני חושבת, הוא גם לחבר בין הדברים שסבתא שלי כן סיפרה לי, הדברים הטובים, שאני יודעת שגם הם חלק מהמורשת הזאת, לבין ההמשך של הסיפור שעליו היא לא הייתה מוכנה לדבר, לנסות להשלים בעצמי את התמונה. Nein, nein, ich habe nichts dort zu suchen gehabt. Ich bin dort nicht zu Hause. Also ich meine, ich wollte nicht. Ich kann's nicht. Antisemitismus, der war genauso selbstverständlich wie früher mal. Aber ich weiß nur einmal, der Kurt Schubert hat sich da besser erinnert. Ich weiß, ich war einmal auf dem Weg zu denen und bin über den Quai gefahren mit der Straßenbahn. Und irgendeine eine Diskussion war in der Straßenbahn, eine antisemitische. Und ich habe eine Bemerkung gemacht. Ja, das war vielleicht im Jahr 58. Es war so am Quai. Ah, ich weiß, er hat auf irgendwelche Juden gezeigt, dass die sind schon wieder da oder die hat man vergessen zu vergasen oder so irgendwie. Und daraufhin habe ich etwas gesagt, ich weiß aber nicht mehr, was ich gesagt habe, ich weiß ja, dass was dann kommt. Und er sagt, wenn es nicht die Groschen haut, hau ich deine Arme. Und ich habe mir gedacht, er mir, ich ihm. Und das war eine Reflexbewegung, so rasch hat keiner geschaut, habe ich immer ein paar Watschen runtergehabt. Bin aber dann vorsichtshalber ausgestiegen an der nächsten Station. Ja, es ist einfach ein ganz anderes Leben als Jüdin in Wien. Und als Jüdin, also wenn ich jetzt zum Beispiel mir denke, du gehst dort in den Schulgängen auf und ab und ich gehe in den Schulgängen auf und ab, ist es ein ganz anderes Erlebnis. Ich gehe als einzige Jüdin in den gleichen Schulgängen spazieren und du gehst einfach in den Schulgängen spazieren.
Und es ist ein sehr großes Identitätsbewusstsein permanent vorhanden. Und in diesem Identitätsbewusstsein ist es auch sehr, ist auch sehr stark das Gefühl, dass etwas fehlt. Seit ich in Israel lebe, bin ich eigentlich auch mehr Österreicherin geworden. Also wenn ich heute gefragt werde, und du fragst mich heute, sage ich, dass ich Österreicherin und Israelin bin. Gleichrangig. Und ich kann das eine nicht ohne dem anderen sein. Mhm. Ich kann nicht in Israel leben und nicht Österreicherin sein, weil ich bin Österreicherin und das ist, was mich nach Israel gebracht hat. Und vieles, was ich heute bin, ist, weil ich Wienerin bin. Ich hatte mal gesagt, dass ich mal gerne in Österreich. כשאני מגיעה לאוסטריה זו הרגשה מאוד אמביוולנטית מצד אחד. אוקיי, זה היה העיר שסבתא שלי נולדה בה, ואני יכולה ללכת ולראות את הבית, אבל היא כבר לא שם, ואותה גירשו משם. והצל הזה, של הגירוש הזה, זה משהו שהוא... אוסטריה לא יכולה להיות מקום ניטרלי. Ich will nie, ich habe noch nie geträumt von hier, von hier, von einem Kibbutz und von dem. Hier kann ich von Menschen träumen, dort von Land. Nein, weil wir mir heute ein Problem aufgestellt, das Heimat wir, und dass ich nie daran gedacht habe, dass ein Mensch, bis heute, dass ein Mensch zwei Heimaten haben kann. Ich habe heute nach dem Interview hier, verstehe ich mich mit meinen zwei Heimaten.